Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, natürlich in der Reihe der Tage. Jetzt kommt der dritte Teil heute von der Zusammenfassung des Livestreams oder der Livestreams und ist damit auch der letzte Tag der Gildenwoche und ist somit jetzt auch das letzte Video dazu. Ich hoffe, euch haben die anderen beiden Teile gefallen. Jetzt kommt die dritte Zusammenfassung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen los. Den Anfang macht der Schreiber oder machte der Schreiber in dem Panel. Es ging also um diesen neuen Beruf. Das ist also ein ganz normaler Beruf, den wir auch hochleveln können bis 400. Sie wussten noch nicht ganz genau, ob sie den Beruf auch mal auf 500 hochcappen. Das war noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall reicht es bisher auf 400. Und der Schreiber ist eben dafür prädestiniert, Dekorationen zu verbessern, Rückenteile herzustellen, World vs. World Consumables oder auch PvE Consumables zu machen und Dekorationen ein bisschen auch noch herzustellen und nicht nur zu verbessern. Ja, dazu gibt es zwei lustige Dinge oder drei lustige Dinge. Wie es der Schreiberberuf schon vermuten lässt, braucht er immer einen Stift, Tinte und Papier, um zu arbeiten. Das heißt, die Stifte zum Beispiel, die bestehen ein bisschen aus Holz. Das Papier wird wohl einmal aus Wolle bestehen und Wasser. Und es gibt wohl auch noch bestimmte Papierarten, die ein bisschen was mit Sand zu tun haben. Das bekommt man wohl auch in den neuen Karten von Heart of Thorns. Und dann haben wir für die Tinte ganz interessant so Farbpartikel, die scheinbar fallen müssen. Die könnt ihr aus Pflanzen ernten oder indem ihr Farben wiederverwertet. Das wird vermutlich mal die Farben ganz interessant machen. Vielleicht auch endlich mal den Beruf Koch ein bisschen weiter pushen, indem man Farben herstellen muss. Ja, und was gab es denn noch zum Schreiber? Ganz wichtig war noch, dass er, wie gesagt, die Deko verbessern kann. Und es gab noch zwei lustige Informationen. Er kann einerseits ein Orchester wohl craften. Das soll wohl ähnlich sein dem in Götterfeld. Ich gehe mal davon aus, dass das mit dieser Gildenmusik zusammenhängt, die wir in den Gildenhallen spielen können. Und das zweite ist, dass er selbst so Schriftstücke freischalten kann, die dann wiederum Sammlungen freischalten, die dann wiederum neue Dekorationen freischalten. Ja, und das ist der Schreiber gewesen aus Panel 1. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Im Livestream ging es dann um die Dekoration. Da gab es auch richtig coole Informationen, die vor allem mir sehr gut gefallen haben. Einmal hatten wir da den Punkt, dass wir also bei Händler die Dekos kaufen können, die der Schreiber ja verbessern kann. Einmal für Geld plus Karma plus so eine Silberwährung, die wir wohl auf den neuen Karten finden werden. Das ist vermutlich auch das, was wir in der Beta immer gesehen haben als Kartenbelohnung mit diesem Platzhalterkopf. Ja, und auch Bosse aus der Welt, also auch also nicht nur die Raid-Bosse, wie wir erst gedacht haben, sondern auch scheinbar Bosse aus der offenen Welt. Ich gehe davon aus, zum Beispiel Tequattles Schwanz und ein Kopf von dem dreiköpfigen Wurm, den können wir auch als Trophäe getroppt bekommen scheinbar und dann in der Gildenhalle ausstellen. Weiterhin haben wir den Punkt, dass es einen extra Bereich gibt, also ein Gildenpanel gibt, in dem Dekoration und jetzt kommt wieder das Wort Consumables gelagert werden können. Das heißt, ihr müsst die nicht bauen und dann mit euch rumschleppen, wenn ihr sie nicht verwerten könnt, sondern man kann die einlagern. Dabei, und jetzt kommt eine krasse Zahl, sprachen sie im Livestream von bis zu 2000 Dekorationselementen, die wir also auf der Gildenhalle platzieren können, in der Gildenhalle platzieren können. Dabei gibt es bestimmte Elemente, die wir wohl nur einmal platzieren können und andere ganz oft. Das heißt, ich gehe davon aus, so Trophäen oder so, die kann man an einer Stelle ausstellen und das war es auch schon. Aber man kann, und jetzt wird es sehr interessant für alle, die gerne springen oder so, andere Sachen wohl so auch platzieren, übereinander stapeln, dass man sogar ganze Jumping-Puzzles selbst bauen kann, wenn man das möchte. Ja, da kann man seine Gildenhalle sicher auch richtig interessant machen, indem man bestimmte Bereiche zugänglich macht, wie Berge, wenn das überhaupt geht. Da auch nochmal der Hinweis auf das letzte Video von mir, da habe ich ja nochmal gesagt, Dekorationen können nur auf ebenen Flächen platziert werden. Da war nicht ganz klar, ob das vielleicht auch was mit Stapelbarkeit zu tun hat, ob wir vielleicht auf ebene Flächen einer vorherigen Dekoration eine andere draufstellen können. Ja, und das letzte zu Dekos war dann noch der Punkt, dass wir die auch löschen können und auch drehen können. Das ist sehr interessant und wird sicher einige Möglichkeiten bieten. Punkt Nummer 4, der dann angesprochen wurde, waren die Arenen. Das war auch sehr interessant, selbst für mich als Nicht-PvP-Spieler gibt es wohl die Arena ist wohl so eine Sache, die bis zu 2 Monate dauern kann oder mindestens 2 Monate dauern kann bei der Aufwertung. Das heißt, nach 2 Monaten werden die ersten Leute überhaupt eine Arena haben in ihrer Gildenhalle. Dabei gibt es einmal diese Sand-Gildenhalle, die hat also so ein bisschen hochgelagerte Zuschauerplätze. Und die andere Gildenhalle hat wohl nicht so eine hochgelagerte Besucherseite, deshalb ist das vermutlich nicht ganz so cool wie in der Sand-Arena. Und was sehr interessant war, und das fand ich auch richtig cool, es ist so, dass die Arenen verschiedene Teams beinhalten können. Dabei kann es 3 Teams geben, die sich bekämpfen können. Und es gibt noch ein unbesiegbares Team, was man dazu schalten kann.
Das kann man zum Beispiel so vielleicht aufziehen, dass man während die Teams kämpfen als Dekorateur vielleicht sogar noch was in der Arena verändern kann, je nachdem wie der Kampf verläuft, oder man kann sogar einen Schiri in die Arena stellen, rein theoretisch. Ja, was gab es dann noch zu erzählen? Die Arenen haben auch am Ende an ihren Rändern immer Begrenzungen, die man auch ausschalten kann, was dazu führen kann bei bestimmten Arenen, dass wir auch die Leute, gegen die wir kämpfen, rausstoßen können, dass sie in den Tod fallen. Und weiterhin gibt es so eine Spielerbegrenzung, das haben sie auch gesagt. Sie haben es getestet mit größeren Spielerzahlen, aber sie haben sich dazu entschieden, 80 Spieler maximal reinzuhauen. Und das wird ja auch sicherlich für die meisten Gilden reichen. Sie haben dazu noch gesagt, dass die Arena-Dekorationen separat sind von den normalen Dekorationen. Dabei habe ich nicht ganz raushören können, ob sich das auch auf die Anzahl bezieht. Wir haben ja eben gesagt, 2000 Dekos allgemein in der Gildenhalle. Vielleicht dann plus die in Arena, das glaube ich aber nicht. Die Arena-Dekos werden sich ja da reinzählen. Auf jeden Fall sind die nochmal extra und können wohl auch nicht in einer normalen Gildenhalle platziert werden. Last but not least kommen wir dann nochmal zum letzten Punkt, der angesprochen wurde, weil das eben nochmal ein paar Fragen aufgeworfen hat aus dem ersten Livestream. Und zwar dieser Cross-Guild-Chat, also dieses Chatten mit allen Gilden gleichzeitig, zumindest dem Lesen mit allen Gilden gleichzeitig. Und da ist es auf jeden Fall so, dass ihr, obwohl ihr nur eine Gilde repräsentiert, immer eine Anzeige bekommt, was gerade in den anderen Gilden geschrieben wird. Das heißt, es erinnert sehr stark an Guild Wars 1 und das Bündnissystem. Und ihr könnt aber, und das ist eine sehr coole Sache, könnt aber eben einstellen, welche Gildenchats ihr sehen wollt. Das heißt, wenn euch eine Gilde extrem nervt gerade, könnt ihr die einfach ausschalten und sprecht mit nur einer Gilde oder eben nur zwei oder nur drei. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit dem letzten Livestream. Ich muss sagen, ganz ehrlich, dass diese Gildenwoche mir sehr gut gefallen hat. Diese Livestreams haben einen sehr guten Blick in die Tiefe geboten, kommen meiner Meinung nach aber wieder mal ein bisschen zu spät, um so diesen Hype auch gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Wir hatten einfach nach dieser Ankündigung des Add-ons zu lange eine Durststrecke. Und diese Streams, die zeigen doch schon deutlich, dass sie vermutlich jetzt in den letzten Monaten nochmal ordentlich Gas geben mussten, um das alles hinzubekommen. Aber was wir jetzt bis jetzt da gesehen haben, ist richtig, richtig gut. Erstklassige Arbeit, muss ich ehrlich sagen, muss ich auch zugeben. Da können Sie sich auch gerne Zeit lassen fürs nächste Add-on, wenn das wieder so gut wird. Und ja, ich freue mich drauf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wir sehen uns in einem nächsten Video.